Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem Spezialvideo von Anno 1800. Denn wie ihr es schon hier seht, sehr überraschend, muss ich sagen, gibt es ein Szenario für Anno, Eden am Ende. Und ich dachte mir, Mensch, wenn es schon da ist, dann spielen wir es doch auch gerne mal zusammen an. Und ihr müsst euch das vorstellen, ist absolut blind. Ich weiß tatsächlich nicht viel, bis gar nichts. Ich weiß eigentlich nur, dass das Szenario sich um, ja, gewisserweise den Aufbau einer Insel handelt, aber ohne Industrie, sondern es geht wirklich um den ökologischen Aspekt. Es geht um Naturschutz, also wirklich aktuell zum gesellschaftlichen Thema passend, das so durch die Medienlandschaft geistert. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal ganz unvoreingenommen an. Und man kann es hier auch in verschiedenen Zielen schaffen. Also ich denke mal, dass es so eine Art Bronze-, Silber- und Goldmedaille ist. Wenn ich mir die Ziele so anschaue, zumindest erhöhen sich die Ziele. Man muss wohl irgendeinen Staudamm bauen. Und es gibt wohl eine Ökobilanz. Hier für die Silbermedaille müssen wir sie über 80% halten. Und bei der dritten, bei der Goldmedaille, muss man das noch in einer Zeitvorgabe schaffen. So weit, so gut. Da das Ganze blind ist, müsst ihr mir natürlich ein bisschen entschuldigen, dass ich ein paar Sachen jetzt nicht gleich von Anfang an optimiert euch darstellen kann, sondern ich muss mich selber erst reinfuchsen. Aber dieser Prozess des Entdeckens ist ja auch sehr oft ein Reiz, den Spieler ausmachen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz hier drüben den Text an, damit wir überhaupt so verstehen, um was es eigentlich geht. Also, Eden am Ende. Die Pyrphoria wurden zwar aus der neuen Welt vertrieben, doch die Folgen ihrer Besetzung wirken noch nach. Auf einer seit Jahrhunderten besiedelten Insel nutzen die Bewohner nun den Strom, der von einem mit Öl angetriebenen Generator der Pyrphoria erzeugt wird. Doch das empfindliche Ökosystem wird dadurch nach und nach zerstört. Die Anführerin der Inselbewohner, Yaoska Rodriguez, hat Isabella Sarmento um Hilfe gebeten. Gut, wir spielen als Isabella Sarmento, steht hier nämlich auch schon. Ihre Aufgabe ist es, den Inselbewohnern dabei zu helfen, Strom auf eine sichere, umweltfreundliche Weise zu erzeugen mit einem Wasserkraftwerk. Gut, gut. Stellen Sie Ihre Fähigkeiten auf die Probe und versuchen Sie sich an diesem gigantischen Bauprojekt. Aber stören Sie dabei nicht zu sehr das ökologische Gleichgewicht der Insel. Erkunden Sie ein uraltes Land, geschunden von den pyrphorischen Besetzungen oder von der pyrphorischen Besetzung. Finden Sie nachhaltige Wege, um Ihre Stadt auszubauen und begegnen Sie den Krisen, die durch das zusammenbrechende Ökosystem verursacht werden. So. Also, es gab dieses Volk zuvor, die Pyrphoria, die wohl nicht besonders umweltfreundlich agiert haben. Die haben dadurch dann allerdings Strom erzeugt, so wie es ausschaut, mit Öl, einem Generator, der mit Öl lief, so wie wir das heutzutage halt auch kennen. Und diese Pyrphoria gibt es wohl nicht mehr und die Stromerzeugung soll trotzdem wieder angeschmissen werden, aber diesmal halt ökologisch im Idealfall, ne? Wir sind Isabel Sarmento und Yaoska Rodriguez hat uns um Hilfe gebeten und dann würde ich mal sagen, wir gehen das Szenario einmal rein und schauen uns das Ganze näher an. Liebste Isabel, dank dir konnten die Pyrphoria aus dieser Gegend vertrieben werden. Doch ihr Erbe ist eine schwere Last. Der Generator, den sie zurückgelassen haben, den wir für die Besatzer bauen mussten. Dieser Generator verseucht unser Land. Mein Volk braucht den Strom, den der Generator erzeugt, aber er zerstört unsere Insel. Unsere Flüsse sind verschmutzt, die rauchgeschwängerte Luft vertreibt die Vögel von den Bäumen und selbst der Boden wird langsam vergiftet. Aber wir haben einen Plan. Ein Staudamm mit Wasserkraftwerk. Mein Volk verfügt über das nötige Wissen und das Können. Aber wir brauchen deine Führungskraft, um eine neue, nachhaltige Stadt für die Arbeiter zu bauen und uns bei der Fertigstellung des Damms zu helfen. Mit herzlichsten Grüßen, Yaoska Rodriguez. So, hier hatten wir dann den Hilfebrief an Isabella Sarmento.
Und hat sie einfach nochmal in Form eines Briefes zusammengefasst, was wir jetzt ja gerade eh schon durchgelesen haben. Also dementsprechend schauen wir uns das Ganze jetzt dann mal doch noch an und setzen unsere Segel. Ich höre den Ruf der Steißhühner nicht mehr. Die Tamarine sind fort und die Kapuzinervögel schweigen. Ich höre nur die Bestie, ihr Rülpsen, Schnauben und Brüllen. Sie sitzt rittlings auf der Erde. Ihre stählernen Tentakel-Schweingift. Dort bauen wir den Staudamm. Eine brutale Lösung, gewiss. Ein Monster ersetzt das andere. Aber haben wir eine Wahl? Wir wollen weder zurück in die Dunkelheit, noch weiterhin unsere Insel zerstören. Wir sind eins mit dem Land. Unsere Ahnen errichteten hier einst mächtige Städte. Was würden sie sagen, wenn sie wüssten, dass wir den Perforiern bei ihren Schandtaten geholfen haben? Tagtäglich füllen sich die Flüsse mit Müll. Die Bäume tragen kaum noch Früchte. Und immer weniger Fische kehren zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Isabel. Wir nähern uns unaufhaltsam der Katastrophe. Ich bete, dass es nicht schon zu spät ist. So, und da wären wir dann auch schon. Eden am Ende der Staudamm. Hier nochmal unsere Siegbedingungen aufgezählt. Das, was wir vorher schon gesehen haben. Hier tickert dann die Uhr runter. Interessiert mich jetzt primär erstmal nicht. Muss sich ja erstmal reinfuchsen. Ich meine, sowas kann man dann im zweiten Durchgang, denke ich mal, in Angriff nehmen, dass man dann das Ganze in einer bestimmten Zeit schafft. Und wenn wir jetzt mal schauen, da hat sich schon ein bisschen was verändert von den normalen Anno-Sachen. Von normalen Interface. Sobald wie möglich eine Siedlung für die Arbeiter. So, ja, also hier ist dann schon mal unsere Insel. Wir sind so ein bisschen mittig in einer Meereswelt. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch nur diese eine Insel, könnte ich mir vorstellen. Und die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Wir sind ja in der neuen Welt und dementsprechend ist das Ganze auch schon wieder so verwinkelt und Plus umschwungen, wie wir das eben aus der neuen Welt kennen. Und hier sind auch ein paar Gebäude, ehemalige oder Faelas, die da auch einen Einfluss auf die Luftqualität, auf die Bodenqualität haben, ja, auf die Wasserqualität. Also die machen das alles anscheinend schwieriger, sieht man auch an den Symbolen hier oben. Und ja, an und für sich jetzt keine allzu große Insel. Und wir schauen hier mal. Wir haben ein Aufgabenbuch. Im Zentrum des Dorfes führen wir regelmäßige Analysen von Wasser, Luft und Bodenproben durch. Wir werden dir die Messergebnisse zugänglich machen. Das ist nett. Und hier haben wir eben unser Aufgabenbuch, wo wir jetzt erstmal 150 Journaleros an den Start bringen müssen. Unsere Fruchtbarkeit, Palme, dürfte neu sein. Kenne ich sowas auch noch nicht. Allerdings Kaffee, Mais, Kautschuk, Zuckerrohr und Banane kennen wir alles. Und auch hier unten mit Lehm, Eisen, Steinkohle, Kupfer, Zement und Öl. Wobei wir Öl ja wahrscheinlich nicht allzu sehr benutzen sollen, dürfen etc. Wir lassen den Namen La Xultuna. Entschuldigung, lassen wir einfach mal. Und wir halten uns jetzt erstmal auch an die Vorgabe. Was haben wir hier? Die Ökobilanz. Ah, das ist die Ökobilanz. Für die Silbermedaille wäre es ganz nett, eine über 80%ige Ökobilanz zu haben. Das ist der Durchschnitt aus allen drei Umweltfaktoren. Und die Umweltfaktoren sind hier einmal Wasser. Die nimmt sogar zu, die Wasserqualität. Und hier haben wir einmal den Boden. Die Qualität nimmt stark ab. Und hier haben wir einmal die Luft. Qualität nimmt stark zu. Ich denke, das wird dann noch jetzt im Laufe des Szenarios genauer erklärt werden, wie das Ganze denn funktioniert. Da wir es nicht wissen, werden wir uns jetzt einfach erstmal an unserem Aufgabenbuch hier... Es wird Zeit und Mühe kommen. Ah, okay. Hier können wir die Ruinen beseitigen. Aber vielleicht können wir ja wertvolles Baumaterial daraus gewinnen. Entfernen Sie die schädlichen Ruinen der Pyrphoria. Einfluss auf die Wasserqualität -3. Okay.
Wenn ich sie beseitige, kriege ich minus 3 Wasserqualität? Oder ist das aktuell der Fall, dass sie minus 3 macht? Das könnte ich mir vorstellen. Sie macht wahrscheinlich aktuell minus 3 und wenn ich sie beseitige, wäre dieser Faktor weg. Das heißt, wir brauchen allerdings 5 Minuten Zeit und 75 Jandaleros. Deswegen anhand unserer Aufgabe hier und dieser Ruine dort, würde ich sagen, macht es am meisten Sinn, erstmal mit der Stadt anzufangen, so wie wir das Ganze auch von Anno kennen. Erstmal ein paar Häuserchen bauen, ne? Haben wir denn den Marktplatz hier drüben? Dann würde vielleicht hier so unser erstes Städtchen schon mal Sinn machen. Einfach mal nur kurz ein bisschen ausgelotet von den Platzverhältnissen. Könnte man ja dann vielleicht in diese Richtung arbeiten. Außer wir nehmen gleich 2 Marktplätze in Angriff. Einen oben, einen unten. Auch eine Idee wert. Machen wir das vielleicht. Vielleicht sogar so. Und das Ganze dann hier rüber mal anbinden. So, wobei, stopp. Und dann eben so, oder? Moment, kann ich nicht versetzen? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? So, was in die Richtung. Dann haben wir das schon mal bündig. Und dann können wir hier schon mal so schön rüberbauen. So. Eben dich. Dich. So, da habe ich hier genug Platz gelassen, hoffentlich. Klugerweise. So. Geht's einmal hier rüber und dann hier dynamisch hoch. Gewisse Symmetrie einhalten, immer ganz nett. Und jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir hier überhaupt keine Symmetrie einhalten können. Aber vielleicht lassen wir auch gleich Platz für etwaige Servicegebäude. Die werden ja sehr wahrscheinlich kommen. Holz haben wir jetzt 22. Dann schauen wir mal nach unserer ersten Holz- oder Bretterproduktion. Hier unten hätten wir schon Eisen vorkommen. Das heißt, da unten wäre dann eh eine gewisse Industrie am Start. Und wenn wir jetzt den Kollegen einmal hier hinstellen würden, könnten wir ja so in die Richtung arbeiten. Wobei... Der Insel ist relativ klein, deswegen möchte ich ungern zu viel Platz verschwenden, leichtfertig, so wie auf anderen Inseln bei Anno. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Platz gelassen auf jeden Fall. Das bleibt ja gleich, 15 Sekunden, 15 Sekunden, das ist dann schon in Ordnung. Und dann gehen wir dich mal hier rein, vielleicht hier oben dann so ein Lagerhaus. So, und da wir auch hier schauen möchten, jetzt haben wir allerdings nur noch 3, 5, aha, sie ziehen langsam ein. Hier haben wir genug Platz gelassen für alles, dann bauen wir die erstmal aus. Haben wir irgendwo ein Schiff mit irgendwas? Das ist nicht mal unser Schiff, doch, ist unser Schiff. Dann würde ich sagen, hier ist ja auch noch ein bisschen Nebel oder Fog of War. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier ein bisschen erkunden. Und die Sachen nochmal in entdecken. Vielleicht findest du dort draußen ja noch etwas Nützliches. Aber vergiss nicht, der Staudamm geht vor. Genau, also wir werden schon darauf angehalten, Sachen zu entdecken. Und das tun wir jetzt auch einfach mal. Schauen wir einfach mal, was uns so in den Weg kommt noch. Aber der Staudamm hat Vorrang. Verstehe ich schon. Passt schon. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Arbeitskraft. Schauen wir uns nochmal unsere Holzfällerhütte an. So, dass beide hundertprozentig arbeiten. Wie wäre es hiermit? Und wie wäre es hiermit? Und dann würde ich meinen, kann man doch sowas machen. Guten Gewissens. So vielleicht. Ah. Was? Ist das disrespectful gemeint oder was? Das hat mir noch gar keiner gesagt, sowas.
werde es erstmal ignorieren, aber wenn nochmal so ein Kommentar kommt, dann werde ich aber richtig sauer. So, hier geht's weiter. Komisches Muster. Ich habe zwei Holzfällerhütten gebaut, Junge. Langsam. Dann weitere Häuschen hier. Machen wir mal einen Sechserstapel nach oben. Ich bin Maya, Forschungsleiterin am Institut. Falls du bei der Erkundung der Region Kenntnisse über die Natur gewinnst, finde ich sicherlich einen praktischen Nutzen dafür. Okay, Forschungsleiterin. Ein paar Aufgaben für eine findige Anführerin wie dich. Ich werde mich melden. Ja, Maya, mach das. Ich freue mich schon. Freue mich schon, wenn du dich meldest. Schauen wir uns gerne einmal genauer an. Dann machen wir doch einfach sowas. Und hier können wir dann entweder mit Ornamenten oder mit einer Doppelstraße arbeiten. Das geht dann schon auch. Und jetzt haben wir wieder 6 mal Holz. Und noch können wir hier mal ein bisschen weiter. Bisher haben wir noch nichts Großartiges gefunden, außer andere kleine Inseln. Schauen wir mal, noch was dazu kommt. Hier allerdings eine Aufgabe sehe ich gerade. Und hier ist ja auch anscheinend so diese Siedlung, wo die Guten leben. Die Yaoska Rodriguez. Ja, ganz nettes Städtchen, muss ich sagen. So schön am Berg. Ja, schön eng und verwinkelt, so wie man gerne alte Städte hat, um ehrlich zu sein. Und hier die Kirche auch schön in Szene gesetzt. Ja, wunderbar. Schon wieder packt mich die Urlaubslust. Das schafft Anne immer hervorragend. Aber keine Zeit hier vor diesem Palast, würde ich es fast nennen. Ist eine Aufgabe für uns. Hier hat man sich versammelt. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Eine Abholaufgabe. Und ein Herbarium. Mhm. Nehmen wir gerne mal an. Du hast hier einen Hafen. Das ist hier. Ah, okay. Jetzt habe ich natürlich unser Schiff gerade auf den Weg geschickt, aber ist egal. Wir schicken es gleich gerne wieder zurück. Genau. Das machen wir. Other than that. Schauen wir mal hier weiter. Wir haben wieder ein bisschen Holz, wo wir ein bisschen ausbauen können. So und so. Ein bisschen schneller machen, würde ich sagen, bis wir unser Holz eben bekommen. So, dann müssen wir doch unsere 150 bald zusammen haben. Beziehungsweise haben sie ja schon ihre Bedürfnisse. Das heißt, es würde an Häusern schon reichen. Wir müssen uns nur um die Bedürfnisse langsam kümmern. Da wären wieder die guten Bananen, aber Bananen anscheinend alleine und nicht die gebackenen Bananen, so wie es aussieht. Die interessieren hier gar keinen. Und was ist das? Ein Pumpenhaus. Okay. Na gut, dass wir hier Platz gelassen haben, bin ich ehrlich. Haben wir schon wieder ganz clever instinktiv gemacht. Auch wenn es ein bisschen zu viel war. Wenn wir zurück mal dahin gezählt, dann passt hier nämlich noch ein Häuschen rein. Und die Bananen, die haben einen ganz schönen Radius hier. Holla die Waldfee. Sie haben nicht unter den Palmen gedöst. Nein, habe ich nicht. Ich habe mein Schiff hingeschickt. Stelle ihm Unterkünfte zur Verfügung. Mach ich. Das ist quasi die nächste Aufgabe, weil wir 150 Obreros haben. Journaleros. Und hier müssen wir das Ganze dorthin bringen. So wie es aussieht, machen wir natürlich gerne. Jetzt schauen wir uns erstmal unsere Bananen hier an. 30 Sekunden Einfluss auf Bodenqualität minus 1. Interesting. Okay, also wenn wir eine Bananenplantage bauen, dann nimmt unsere Bodenqualität minus 1 ab. Und die ist gerade sowieso nicht besonders toll. Nur eine Träne der Rührung. Ja, wir sind schon da. Gut. Auf die alte Dame ist verlassen. Und das wahrscheinlich wieder zurückbringen, schätze ich jetzt mal. Ein schönes Hin- und Herspielchen. Aber unsere Bananen warten. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich sehr, sehr effektiv bauen. Und wenn wir schon so ein kreisrundes Ding haben, warum setzen wir es dann nicht einfach da oben auch schön rein? Da würde es jetzt gar nicht mal so stören. So. Ziehen uns... Da baust du eine Brücke. Das muss jetzt ja auch nicht unbedingt sein. Hier wird es perfekt passen. Einmal hier so rüber. Ja, und ein Lagerhäuschen mit ran, ne? Hilft dir wahrscheinlich alles nichts. Das werden wir schon brauchen. So, Bodenqualität einmal komplett runtergeschrottet. Naja, das würde natürlich auch noch gut tun. Ach, 64 Felder nur. Was, für was war der Umkreis dann?
Okay, ich dachte, du, ist wie jetzt, ich dachte, es wäre wie eine Holzfällerhütte, die jetzt in diesem Umkreis quasi Bananen anpflanzt. Aber das sind ja nur 64 Felder. Dann nochmal bitte wegmachen, wenn es geht. Auch die Straße. 64 Felder, das ist nicht allzu viel. Könnte ich mir jetzt vorstellen... Ja, wobei, könnte man die verlängern hier? Und dann bauen wir doch unsere Bananen in Gottes Namen da oben ran. Einmal so zum Beispiel. 64. 64 ist wirklich gar nichts, wie ihr seht. Dann nehmen wir gleich mal die zweite mit ran. Machen da oben hier einmal zu. So noch. So. Dann kann man das Lagerhaus nämlich schön hier unten ransetzen. Schon mal auch in Vorbereitung auf die Mine. So, und hier hätten wir einmal das, die Item-Aufgabe. Wir müssen dafür sorgen, dass dort viele verschiedene Pflanzen angebaut werden. Viele verschiedene Pflanzen. Sie wird schneller als der alte Jornalero. Okay, ein Herbarium. Was machen wir denn mit unserem schönen Herbarium? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, wissen wir gerade nicht. Ich glaube, wir haben keine Informationen darüber. Es scheint ein Item eventuell zu sein. Es ist ein Rohstoff. Okay. Naja, wir packen es mal in unseren Konto mit rein, würde ich sagen. Und schauen einfach mal. Hoffentlich fügen wir dem Boden nicht dauerhaft den Schaden zu. Monokultureffekte. Landwirtschaftliche Produktionsstätten derselben Art, die zu nah beieinander errichtet werden, wirken sich negativ auf die Bodenqualität aus. Sorgen Sie für Abwechslung, damit ein positiver Mischkultureffekt entsteht. Okay. Dann haben wir es erstmal falsch gemacht. Reißen wir dich doch gleich wieder ab, wenn es denn so ist. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Und dann könnten wir nebendran einfach den Mais dann bauen. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit das reicht, wenn wir das abwechselnd machen. Aber von mir aus gerne. Ja, unsere Bodenqualität nimmt massivst ab, aber ansonsten die anderen zwei nehmen wir zu. Wir müssen uns also wirklich nur um die Bodenqualität kümmern und Obrerus bauen. Das wird die nächste Aufgabe. Das heißt, sie kriegen jetzt ihre Bananen. Aha, Fisch haben wir auch am Start, aber Fisch hat Einfluss auf die Wasserqualität. Und man sieht es jetzt hier schon, das sieht ein bisschen aus wie bei Civilization. Wir haben jetzt Fisch... Gebiete und man kann diese Fischgebiete tatsächlich leer fischen. Zieht's euch rein, ganz neu in Anno. Nichtsdestotrotz werden wir wohl eins bauen müssen. Einmal hier ran, weil wir haben hier unser Lager schon. Und dann kann er sich hier ein bisschen was snacken. Oder ist das jetzt überhaupt drinnen, das Fischgebiet? Ah ja, okay, ich glaube in seinem Umkreis sind drei sogar drin. Also es müsste erstmal passen, der eine. Da haben sie schon mal die Bananen und den Fisch. Ich hoffe auch mal, dass es überhaupt reicht. Das kostet 100. Ja, okay, nehmen wir dich auch mal mit dazu. Euer Pumpenhaus hier. Aha, okay. Veränderst du auch irgendwas? Nein. Das ist einfach nur ein Dienstleistungsgebäude für Frischwasser. Scheint jetzt nichts Negatives darzustellen. Okay. Dann könnten langsam die Fische reinkommen. Und da müssen wir eh mal schauen, was denn so als nächstes daherkommt. Mais wollen sie noch gar nicht zum Beispiel. Mais wollen sie noch gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir doch noch ein paar Häuser mehr bauen. Das wird nicht ganz reichen. Wobei aktuell in jedem Haus vielleicht sechs oder einer wohnt. Habe ich hier gerade richtig gesehen. Hier ist einer. Und hier kommen sie langsam, weil die Fische auch mit reinknallen. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz diese Sache hier an. Die gibt es ja immer noch. Die Produktions... Liste. Und wow. Okay. Aha. Irgendwie verwirrende Zahlen aktuell. Ich meine, theoretisch haben wir Zugriff auf einen Fisch. Er macht aber drei und sie läuft auch mit 250%, so wie es aussieht. Wahrscheinlich, weil drei Felder Fisch in dem Einzugsbereich waren, wie wir gesehen haben. Banane passt jetzt erstmal ganz genau. Aber bald eine neue nötig, so wie es aussieht. Und das mit dem Fisch wird wahrscheinlich funktionieren.
weil er hier eben drei Felder Fisch drin hat. Der geht jetzt auch auf seine 300% nach oben. Also hier ist der Platz ganz gut. Aber wie gesagt, man kann sie eben auch leer fischen. Wie ihr hier seht, hier Fischbestand. Oh mein Gott. Gar nicht mal so viele da. Gar nicht mal so viele da. Da müssen wir dauernd hin und her switchen. Und ich glaube zu wissen, dass sich die Fischbestände auch wieder erholen. Verschwende keine Zeit beim Aufbau der Siedlung. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Mann, mach mal keinen Stress, Junge. Das habe ich immer ganz gern. Aber ja, gut, bitte, dann pushen wir es halt. Einmal ran. Ran an den Speck. Ihr kriegt eure Fische. Und das andere wird ja dann erst freigeschaltet, wenn wir noch mehr Obreros haben. Obreros sage ich dauernd. Janoleros. Obreros müssen wir erst bekommen. Mit unserem Schiff hingegen. Da wollten wir noch ein bisschen mehr aufdecken. Da waren wir noch nicht fertig damit. So. Fährst du mal noch schön rum. Und nachdem ich schon gelesen habe, dass es wieder eine Kapelle geben soll, werden wir hier vielleicht mal ein bisschen Platz lassen für etwaige Kapelle. Wie da jetzt hinpasst, werden wir sehen. Einmal so. Einmal so. Dann nochmal so einen schönen Sechserblock hingesetzt. Wobei, dann macht das so auch keinen Sinn. Aber vielleicht... Ja gut, wenn wir es jetzt nicht wissen, dann warten wir mal, bis die Kapelle kommt, damit wir schauen können, wie wir sie hinsetzen. Handelskammern gibt es auch wieder, Werkzeuge gibt es als neues, Ziegelsteine kennen wir schon und die Arbeitskleidung, aber veränderter Form, einmal mit der Rinderfarm und der Alpaka-Farm. Ah, Signorita Sarmento. Nein, heute bin ich nicht hinter Fischen hier, sondern hinter Schätzen. Genau. Hier haben wir es nämlich schon. Sie wünschen schon nach Arbeitskleidung. Wenn dem so ist, dann gehen wir das Ganze doch auch gerne an. Ja, Rind, Alpaka und Fabrik für Arbeitskleidung. Das heißt, 1:1. Für jede Rinderfarm brauchen wir eine Alpaka-Farm und für jede dieser beiden eine Fabrik der Arbeitskleidung. Und nachdem wir hier schon so wunderbar industriell unterwegs sind. Ja, gut, hier geht dann ein bisschen mit dem Holz weiter. Nur mal so kurz für mich. Halt mal, hier wollten wir doch was wegmachen. Wenn wir das mal beseitigen, damit wir wieder mehr Platz haben. Und dann könnten wir doch im unteren Bereich diese Alpaka-Farm machen und da oben nochmal so ein paar Felder. Das dauert das allerdings 5 Minuten. Schauen wir mal, was bis dahin hinpasst. Also, wir haben hier die Alpaka-Farm. Also, das wird erstmal das Wichtigste hier oben sein. Du zum Beispiel. Ist die Frage, inwieweit man hier mit Layouts arbeiten sollte oder muss. Das ist jetzt ein bisschen der Clou an der ganzen Geschichte. Wir fangen jetzt erst einfach mal basic an. Mit einer klassischen Zweierproduktion. Sagt, ist natürlich jetzt alles ein bisschen neu. Und wir werden schon dahin kommen, wo wir hinwollen. Ja, Bodenqualität weiß ich. Habe ich aber im Griff. Dafür ist der Rest super. Das siehst du wieder nicht. Na? Wobei hier Wasserqualität ist jetzt bei plus minus null. Wahrscheinlich auch gar nicht mal so toll. Nur die Luftqualität ist noch astrein. Wie viele Felder hast du? 4? Okay. 4 Stück, ne? 1, 2, 3. Und hier. Und das war jetzt eben die Alpaka-Farm. Und dann gibt es noch die Rinderfarm. Oh. -10 Wasser. Und das ist auch -10 Wasser. Eieiei. Eieiei. Dann geht es ja bei Wasser komplett den Bach runter. Eieiei. Aber hier verbessern wir die Wasserqualität wieder ein bisschen, wenn die Ruine erstmal weg ist. Wo ist denn eigentlich dieser Staudammplatz? Das würde mich noch interessieren. Wo ist denn das eigentlich? Ah, hier. Hier. Wow. Okay. Ja, kann ich schon ein bisschen verstehen, dass die das weghaben möchten. Das ist natürlich noch so richtig industriell hier mit Öl, verschmutztem Wasser, alten Stromleitungen und schöner Rauch in die Luft. Ah, hier kann man auch dann die Ruinen beseitigen. Also es wird wahrscheinlich wichtig sein, die Ruinen Stück für Stück zu beseitigen. Und hier wäre der Bau.
Das ist quasi ein Monument, um einen Staudamm zu bauen. Werkzeuge, Steine und Holz erstmal. Da hätten wir die erste von drei Phasen, hätten wir dann schon mal mit dem Gerüst. Wir beginnen das erstmal noch nicht. Wir sind, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Aber gut zu wissen, das wäre dann alles hier oben. Gut, 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 gut. Ja. Schauen wir uns mal an. Dann haben wir das. Ich meine, ich muss es ja bauen. Das hilft ja jetzt alles nichts. Hilft ja die ganze Heulerei nichts. Wir müssen es ja bauen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Heißt die Frage, wollen wir das so ansetzen, dass die dann wirklich im Umkreis sind? Oder macht man quasi so einen Produktionskreis nur für die Alpaka-Farm, einen Produktionskreis hier für die Fabrik Arbeitskleidung und einen Produktionskreis für die Rinderfarm? Das wäre jetzt so die Frage, die ich mir stellen würde. Genau. Unser Schiff ist hier ganz fleißig unterwegs. Das passt alles, denke ich mal. Es gibt nicht viel zu feiern. Ja, richtig, weil wir die Arbeitsteilung noch nicht haben. Verstehe ich schon. Dann machen wir das nochmal weg und setzen da dann nochmal zwei ran. So, man weiß ja nie. Ist denn kein Winkel dieser Insel von den Turforia unberührt geblieben? Nee, anscheinend nicht, Homie. Die haben die Insel so richtig kaputt gemacht. Und dann warten wir noch ab, bis sich diese Ruinen hier verabschiedet haben. Dann können wir nämlich hier wunderbar schön weiterbauen. Nehmen wir mal hier sowas mit dran. Dann hätten wir doch schon mal einen schönen Viererblock an Produktionsfabriken für die Arbeitskleidung. Das ist wirklich die Frage, wie viel braucht man im Late Game? Das ist natürlich so der Erfahrungswert noch nicht so da, den ich mit normalen anderen Runden habe. Aber wir kommen da schon hin, wo wir hin müssen. Das nimmt ab. Wir brauchen wahrscheinlich sogar wieder mehr Fisch. Hat er seinen Fisch schon leer geräumt? Kann das sein? Nein, das geht auch gar nicht so schnell leer. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch einen Fischer. Und dann nimmst du einfach die zwei da hinten. Und das geht. Muss ich schon an die Küste. Wie soll man denn dann jemals an diesen Fisch rankommen? Würde mich mal interessieren. Aber, okay. Dann, ja, nimmst du erstmal den einen dazu. Im Lagerhaus daneben. So zum Beispiel. Und Ruine entfernen, bitteschön. Wunderbar. Da haben wir unsere erste Ruine uns verdünnisieren lassen und wir haben sogar 10 Steine dazu bekommen, auch schön. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für die erste Runde. Das ist schon alles ein bisschen neu jetzt hier natürlich, man muss sich erstmal ein bisschen reinfuchsen in das Ganze, macht aber auch Spaß. Nur geht es natürlich nicht so ganz flockig von der Hand, wie vielleicht von meinem anderen Let's Play gewohnt. Aber we're getting there, lasst euch ein bisschen Zeit, das passt schon. Dementsprechend sehen wir uns dann, wenn ihr wollt, in der nächsten Runde Anno mit dem Szenario Eden am Ende. Macht es gut. Ciao, ciao.